Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind in Akt 9, dem letzten Akt, der im September rausgekommen ist. Und zeige es euch mal kurz. Hier unten Majelka und wir haben hier noch eine Quest. Aber zuerst mal C drücken. Geht nicht. Okay. Ist. Okay, A, was? Okay, ich habe es auf A gelegt. Ja, wir sind Level 56 und haben relativ wenig resistenten Physical und ja, relativ ist es null Nekrotik und Void ist jetzt auch noch nicht so gut. Wir müssen da irgendwas Defensiveres nehmen. Wir haben ja auch ein paar Items, die wir nicht unbedingt brauchen. Cold-Resistenz. Ich will jetzt mal schauen, ob ich irgendwo noch Handschuhe mit Resistenz oder so habe. Auf jeden Fall, ja, Physical Resistance. Ja? Also, Physical Resistance, Melee Attack Speed, Dexterity. Ich will ein bisschen mehr Physical Resistance auch noch. Ja, ich weiß jetzt nicht. Bisschen schwer zu finden. Die Übersicht fehlt mir ein bisschen. Suche. Physikal Resistenz. Resist. Doch, Auge. Die Schnelle haben wir gerade gar nicht. Brauche irgendwie vielleicht einen Gürtel. Darf ich auch nicht unbedingt so verpflichtend. Und vor allem die Armor halt irgendwie umschalten. Also Endurance und Health. Sehr gut. Also, machen ja für die Minions ein bisschen weniger Schaden. Das reicht einfach mal. Und hier können wir noch ein paar Sachen vielleicht verkaufen. Genau, muss die Sachen noch reinlegen. Das sind Unix, genau. Der da, der da. Eine Reputation kann ich auch mal hier rein tun. Mit Crit Damage over time, genau. Diesel Damage. Ich will jetzt einfach mal alles hier rein. Auf die Schnelle. So, und dann geht's auch wieder weiter. Also. Jo, ich mache momentan jetzt nicht mehr so lange Videos bei Last Epoch. Es tut mich ein bisschen stressen auf die Dauer. Also 50 Minuten im letzten Part war hart. Ich habe irgendwie ein bisschen Stress einfach gehabt. Mich einfach nicht mehr so gut gefühlt also auf dem Part. Und jo, es ist einfach ein bisschen zu viel los auf dem Bildschirm. Meine Sinne sind natürlich auch immer ein bisschen stärker als bei den meisten Menschen. Das führt ein bisschen zu einer Überlastung von den Synapsen, von den Nerven. Ja, und ist nicht so gut, wenn wir so lange immer spielen. Natürlich halt auch schon nicht cool, länger zu spielen und so. Und wir sind jetzt gut vorwärts gekommen. Muss jetzt nicht immer so mega lange sein, weil ihr schaut es ja sowieso nicht so lange. Also, der Durchschnitt liegt nur bei 20 Minuten. Und ich gerade 50 Minuten. Bringt es auch nicht so viel. Dann sind sie schneller oben, kommen vielleicht sogar mehr Parts, wenn es mir reicht. Genau. Und ja, ich habe gerade momentan viel weniger Stress als im letzten Part. Machen wir wirklich viel Physical Damage, glaube ich. Und hier ist dieser Rayleigh. Okay. Cool. Echt geil gemacht. Also, es ist einfach ein intensives Spiel. In diesem Akt. Der Akt ist intensiv. Und ja, in den Maps wird es wieder ein bisschen entspannt. Auf jeden Fall auf dem niedrigsten Corruption Level von Gebiet, glaube ich. Da wurde es auch gesteigert. Wir sind jetzt schon Level 60.
56. Okay. Also, wahrscheinlich wird die Map noch Level 55 sein, aber wir machen einfach einmal durch und dann können wir ins 60er Gebiet gehen. Dann 65er Gebiet. Da muss ich ja nicht am Anfang so festleveln. So. Wir haben ja ein gutes Gebiet. Also, Physical Resistance müssen wir schauen. Ich glaube, wir sind ein bisschen durchgelaufen. Gut, eigentlich gar nicht, ob ich hier den Schrein noch mitnehme. Gleich. Ah, vielleicht hier oben durch, okay. So. Was war das für ein Schrein? Anerlegen, cool da. Sehr gut. Ja, nein, ich wurde ja hier oben durch. So. Ich würde mal für euch wissen, ob ihr wirklich das Spiel auch so liebt. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht schauen. Was ihr gerade dann liebt und ja. Oder wieso ihr zum Beispiel eher schaut, was spielt. Je nachdem. Möchte ich gerne mal wissen. Muss mal schauen, wenn ein bisschen mehr zugeschaut wird, kann ich auch mehr Umfragen machen oder so. Okay. Jetzt sind wir auf einem dieser Adler. Ich glaube, das war Relief, also das sah so aus. Ah, okay, wir haben einen Angriff. Get ready for a fight. The temple is just up ahead. But they can see us coming. Ach, man, das ist schwer. You doing all right back there? I've got to keep steering. Or Talon will land. We're hit. Okay, was war das? Come on to something. Meine Abitur, die Teilkanone stürzen wir ab, oder was? Oh je. Okay, Quest completed. Ein Schlangengöttin. Da haben wir sie gesagt. Mehr Schlangen auf da. Übrigens habe ich ja angefangen, Titan Quest Eternal Embers zu spielen. Und ja, ich habe noch ein paar Probleme gehabt, weil ich irgendwie eben auch nicht eingesehen haben. Muss ich nachher auch nochmals recht. Ja, also Einstellungen suchen, welches eben Items danach anzeigt, weil das wurde geändert. Da hat es einfach mal ja einfach diese Sachen ja ab blau, ab gelb und so Sachen und einfach was ja, verändert oder das neue Addon. Da muss ich nochmals genau drüber schauen, weil wir haben keinen gefunden, kein einziges gelbe Coach. Oh, Bilatrias Downfall. Meteor is converted to lightning. Sehr schön. Okay, nice. Metriten Bait ist leider nicht gerade so gut spielbar, weil es langsam ist. Zu langsam. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Akt noch geht. Ich werde wahrscheinlich gleich im nächsten Part dann beim Boss sein. Ja, erst 8 Minuten. Weit. Okay, keine Ahnung, ich habe eben nie gespielt sonst beim Let's Play. Nie, ja, ohne Aufnahme. Kann schon nicht mehr so lange gehen. Aber ich finde irgendwie der Akt war noch ein bisschen kurz. Werden wir dann mal sehen. Also, vielleicht geht der doch noch ein bisschen länger. Ich würde es mir wünschen. So schnell muss ich jetzt nicht fertig werden. Noch zum Stock. Und der Patch kommt ja am Baden. Solchen drei Taten sozusagen. Ja. Vielleicht werden wir knapp fertig. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen konzentrieren, die aus den Top-Videos näher zu bringen. Okay, manche sind recht sehr. Ja, wir haben halt dann Damage eingebüßt. Es ging ja immer schon ein bisschen länger jetzt in diesem Akt. Für manche Gegner. Ja, wir werden jetzt sehen. So, ein Patch.
Level haben wir. Edge kommt auf 10. So, wir müssen beim Schamanen jetzt hier 2. Jetzt machen wir auch noch ein bisschen Blitzschaden dazu. Da meistens ein Büskel um und Kälteschaden. Irgendwas. Dann werden die angefroren gehen. Okay, da sind aber viele gespawnt. Wieso werden die Gegner angefroren? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade habe. Wir haben keine Kälte. Also. Ah, vielleicht auf dem Gürtel. Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwie werden und die Minions anfrieren. Weiß ich gar nicht, wo ich hin soll. Okay, wir müssen auch noch mal kurz zurückgehen und jetzt nicht mitten im Level. Okay. Ja, ich sollte wirklich auch mehr craften. Aber ich hab's noch nicht so draußen, das System, das neue. Wurde ja überarbeitet. Ein bisschen verschnupft. Ja, ja, immer dieses Geld. Ich bin halt viel draußen. Damit man halt immer wieder ein bisschen kann. Jetzt harmoniert nämlich zusammen dieses harte Fußballtraining und Let's Playen und Leisten. Das harmoniert nicht zusammen. Kann ich alles an einem Tag immer sehr viel machen. Aber gut, ich mache auch gerne viel. Ich bin jetzt manchmal so ein bisschen überlastet. Ich habe Hunger auch irgendwie. Ja, ich muss mehr essen. Ich habe jetzt momentan eher wieder weniger gegessen. Ich bin krank war. Ich muss wieder mehr essen. Zu laut. So. Ja, ich mach mal mein Headset noch ein bisschen lauter, damit ich besser höre. Ist nicht so gut geeignet. Jetzt höre ich die Flammen auch ein bisschen. So, hier geht's nicht weiter. Es ist eben noch recht laut. Ich habe irgendwie das Gefühl. Hier wurde wieder ein bisschen lauter, der OBS. Nochmals ein bisschen runterstellen bei euch. Ich sehe euch. Ja, mir nicht mehr. So, jetzt momentan ist immerhin im grünen Bereich. Macht irgendwie nichts aus zwischen grün und gelb, aber rot sollte es einfach nicht werden. Also dann mache ich halt nochmals ein bisschen was. Unglaublich, wie das Spiel manchmal einfach die Standeinstellungen verschiebt. Ich muss immer wieder justieren. Manche Schlangen und so sind natürlich lauter, manche Gegner. Ja. Ich weiß nicht, Schlangen sind wahrscheinlich schon ein bisschen lauter. Naja, je nachdem welcher Gegner kommt. So, genau. Jetzt machen wir hier, glaube ich, noch einen Punkt. Und ja, ich muss das Skill-Ding, die Webseite wieder öffnen. Und hier haben wir ja gesagt, gehen wir nach rechts. So, oder wir tun sie einfach verstärken, genau. Genau, hier kommen die Punkte rein. Und hier gehen die Punkte hier rein. So. Also, wo geht's jetzt hier weit? Hier oben, okay. Ja,
Jetzt momentan dauert es ein bisschen länger, bis ich wieder einen Skillpunkt bekomme. Aber jetzt sind wir bald Level 20 dort auch, also Level 17 sind wir momentan. Heißt, die letzten drei Level, die gehen ein bisschen länger, bis man wieder skillen kann. Ein Level up bei den Skills. Ja. So. Es gibt übrigens wahrscheinlich noch ein Glacier Beat, wo wir dann einfach am Schluss recht weit in den Arenen weit kommen können. Die werde ich dann auch natürlich spielen, aber das werde ich also in aller Ruhe offline leveln. Und falls ihr eben Lust habt, dass ich wieder einen neuen Charakter mal beginne oder so, könnt ihr das gerne sagen. Aber solange werde ich jetzt einfach mal noch keinen neuen Beat spielen. Ich werde die Beats auch immer wieder komplett spielen. Und außer natürlich, der Beat ist viel zu schwach. Uns fehlt ein Item, das wir genügend defensiv sind oder so. Okay. Ja, hat irgendwelche. Ja. Okay, wir sind hier reingelaufen. Ja, das kriegt. So, jo. Regenform. Könnten wir eigentlich ausrüsten? Ja. Ah, okay, das ist das andere. Okay. Das ist. Ach, das ist der. Die Nebenhand. Ah ja, Skin. Jetzt machen wir natürlich noch einen Punkt in. Das ist Healing. Ja, wir können eigentlich in Healing. Ja. Ein nächster Punkt dorthin. Weil das Leben muss jetzt nicht unbedingt so schnell. Also, das werde ich nur mit den normalen Punkten, Levelpunkten machen. Nicht mit den extra Item-Skill-Punkten. So. Mal kurz schauen, was das für ein Not war. Okay. Ah, das ist einfach die Chance. Sonst können wir schon einen Punkt nochmals rausnehmen. Ja, weil die Chance ist natürlich schon gut. Da noch mehr zu bekommen. Ja, schön, was du da hier machst, aber macht uns zum Beins und Springen B. Dann Springen. Und eine geile Attacke. Ja, natürlich. Sehr viele goldene Kisten hier. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde mal hier leveln, aber ich hatte bis jetzt noch keine Zeit. Leveln und Items suchen. Nur eben zu wenig Zeit gehabt. Ich werde es mir merken, dass das hier ist. Und jetzt haben wir wieder diesen Tempel. Vergleich, oder? Wie in Nacht 3. Ich denke schon. Nice. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier oben durch. Ich mag es manchmal so Abzweigungen nicht. Nur das den richtigen Weg finden. Oder auch zurückzuschauen. Ich habe ja meistens einfach zu wenig Zeit zum Zocken, also mag ich das meistens jetzt nicht. Aber ja, ist ja auch gut so. Defensivere Items noch mitnehmen. Was ist das für ein Zauber? In den Gang? Neuer Gegnerzauber, den haben die Kraftklassen nicht oder noch nicht. Bad Damage transformiert ist. Okay. Ja, den Wave Speed Bait möchte ich natürlich auch noch ein bisschen nebenbei spielen. Also auf jeden Fall werde ich den einfach als Nebenbild machen. Noch ein paar Items suchen kann, während ich nicht aufnehme. So, also einfach, ja.
Damit ich nicht level, damit ich nicht unbedingt alles spoilere, also eine Sachen, die wichtig sind, nicht überspringe, genau. Und so. So. Was haben wir denn hier drüben? Der Weg hoffentlich weiter herumgeirrt. So, also es hat sich verändert, das Spiel. Die wollen jetzt auch in Richtung Gegner wählen und so gehen, also das Spiel angreifen. So, also es gefällt mir jetzt gerade nicht so, dass einfach zu viele Gegner immer wieder kommen, die sich auch unsichtbar machen. Na gut, ich finde den Aktivität der beste. Bis jetzt finde ich den auch optisch ist sehr gelungen. Gut, ja, müssen halt immer wieder vorbereitet sein. Die Gegner kommen relativ schnell aus dem Nichts. Bitte nicht immer schießen. Könnten Sie mal ein bisschen fixen. Ja, nicht so gute Items gerade. Hätte gerne wieder einen Bonus. Einen Schaden und eine Tiefe. Idol hätte ich gerne mal mit Live, aber scheinbar droppen die noch nicht. Wird wahrscheinlich gar nicht mal so häufig sein, so Live, Doppel-Live-Idole. Oh, das erste, ja, wir brauchen die, wir müssen die richtigen sammeln, also vor allem Stäbe und, ja, Gürtel. Der Attack-Speed ist ja sehr gut. Sehr gut. Also. Jo. Der Lo-Tempel, okay. Das ist sie also. Sie, oder? Ja. Maikalei, oder wie die heißt. Maikalei. Geht nicht. Ja, das ist aber nur ein Zwischenkampf, also Spawn-Sachen. Dann geht's weiter. Er ist richtig cool, guter Bild von Mana her und so. Okay, jetzt hat die stärkere Gegner gespawnt. Okay, den habe ich auch noch besiegt. Okay, jetzt tut sie noch. Ja, ist sie für den Void? Nein, das ist Paletten, okay. Okay. Nate-Vent und, gut. Ja, jetzt sieht es ein bisschen kaputter aus. Das ist ein Spawner. Ja, die Gegner gibt es ja schon. Nackt 3. Habe ich wieder ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, Vitalität ist schon gut, aber. Ein bisschen Health. Nehm's mit. So, Della, genau. Da unten. Nayase heißt sie, okay. Also ist sie graue, okay. Peace.
Was ist das der Zwischenakt, Gegner? For millennia, the vessel maidens have died, so you could live. Now feel the unending abyss of their despair. What are you doing? Why don't you show our guest the torment that now fills you? Komisch, dass die Göttin das Opfer ist. Ah, sie wird jetzt böse. Sie ist gar noch nicht böse, jetzt wird sie böse. Also es gibt einen Grund, wieso sie böse wurde. Weil beim anderen war es ja anders, der war schon böse. Wie heißt er? Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er heißt. Zu viele andere Spiele spielen ist doch nicht immer so gut. Naja. Chamber of Vessels. So, jetzt müssen wir sie besiegen, also angreifen. Oder ist sie jetzt der Endboss? Hey, schon. Ich dachte, der Akt wäre. Aua. Nee. So stark ist sie. Okay, die tut Totems platzieren. Aha. Ich hoffe, der letzte Akt kommt bald raus. Ich hoffe, es ist aber nicht der letzte Akt. Wir gehen wieder weiter. Aber jetzt kommen ja diese Dungeons noch. Ich habe ein Preview und ja, es ist ziemlich cool. Also es ist gut. Ja, es ist so endlos. Es ist, man geht immer wieder rein, macht irgendwie weiter, bis dann die Gegner stärker werden. Stark werden. Dann gehen wir immer wieder raus, macht wieder ein bisschen Mapping. Dann geht mal wieder rein. Okay, wie geil die. Wir sind zu viel Blut verloren, oder? Okay, es geht weiter. Gut, haben wir noch ein paar Minis gehabt. Ja, jetzt ist sie am Rage. Heilt sich einfach? Geht das noch? Wir haben so viele, also. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen. Ist jetzt weniger gut gewesen, dankeschön. Wie viel Blut willst du noch verlieren? Hallo? Sie stirbt? Aber wir haben wenigstens. Ja. Okay. RIP. Rest in Peace. So, die Items tun leider immer wieder zu spät. Droppen. Ich vergesse sie manchmal sogar. Ja, zwei Andachsen. Ja. So, das würde ich glaube ich gar nicht mitnehmen. Ja, ich lasse den hier. Brauche jetzt wirklich keinen Nahkampf-Zepter. Dann wäre für Magie zuständig. Okay. Jetzt sagt sie alles ein. Den ganzen Staub, der uns. So, was passiert jetzt mit uns? Wo führt Portal denn hin? Er hat uns einfach in ein schwarzes Loch sozusagen gezogen, in ein Void-Loch. Ah, okay. Jetzt geht's einfach weiter. Jetzt ist die Kampagne vorüber. Schade, schon in diesem Part, aber gut. Vergessener Ritter. Comection vs. Apobis. Ja, wir sind ein bisschen zu spät. Okay. Was können wir nun tun? Ja, gib einfach auf und schau die anderen Wanderer zu. So, dann gehen wir ins Mapping. Sehr gut.
Jo. Können wir eigentlich im diesem Part nur eins machen? Haben wir das mal schon mal. An. Ihr habt es in meinem alten Let's Play natürlich schon gesehen. Aber jetzt ist einfach die neue Form. Hat sich viel verändert. Und ja, ich freue mich riesig drüber. So, nämlich kann man jetzt hier die Wege. Vorher musste man immer zwischen zwei Auswahlen auswählen oder sie überspringen. Und jetzt, ja, haben wir. Gehen wir mal hier links durch. Ihr müsst immer schauen, was die Modifikationen sind rechts oben. Also die oberen um der drei goldenen. Und ja, Mitte bekommen wir und die unten Echo Rewards Sachen, die es dann gibt. Wir gehen jetzt hier rechts. Hier haben wir nur rare Helmets, rare Shards, Pills of Gold. Wir gehen, glaube ich, nach oben. Und hier oben sind ja die drei Quests pro Abschnitt. Timeline. Ja. Also hier müssen wir patrouillierende Wächter. Imperiale Wächter. Ding. Seher. Imperiale Seher. Okay, es ist doch auch ein bisschen leichter. Sehr gut, dann geht's wieder schneller vorwärts. Also der Akt hatte es in sich, aber der Boss war gar nicht so schwer, wie viele gesagt haben. Endboss. Der war irgendwie easy. Okay, der Bild ist halt auch ein bisschen OP gerade. Naja. Also wir müssen diese Watchers, diese Augen töten. Einfach herumpatrouillieren. Ich weiß nicht genau, wie das Level sonst noch aussieht. Wir sehen nur. Dann der Kampfplatz von Akt 5. Ja, werden wir dann sehen. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen erweitert hier. Schon. Ah, jetzt haben wir hier das erste Auge. So. Wenn wir viele platzieren, ist es echt schnell, wie wir die Gegner töten. In Gungling Roots müssen wir jetzt momentan noch nichts gehen. Machen wir dann zwischen den Portalen immer. So. Oak Armor. Ja. Sehr defensive Items momentan. Oder Rüstung. Sehr gut. Aber jetzt nicht gerade bei unserem Bild. Ich weiß, vielleicht trage ich auch noch die. Nein. Die Rüstung war ja nicht so gut. Mal schauen, was wir dann als nächstes sehen können. So, wir sind am Ende des Levels angekommen. Ihr bekommt bessere Belohnungen, wenn ihr mehr Gegner tötet. Also ich töte jetzt einfach mal noch kurz hier im großen Platz noch die Gegner. So. Und da wir eher noch höherlevelig werden müssen, machen wir das jetzt momentan nicht. Das ganz gegnerisch abarbeiten. Wie es um den Zwischen Fraction-Gegner da geht, weiß ich nicht. Der war ein bisschen schwer. Ja, der da, dann müssen wir noch der das kriegen. Und der Punkt. Dann geht es weiter mit dem Punkt. Aber dem Punkt. Ich glaube, den Punkt gar nicht. Ja. Und dann hier noch ein paar. Also der da Punkt noch fertig machen, der Punkt fertig machen. Ja. Also wir wissen eigentlich, wie wir leveln müssen. So, okay, ich habe momentan, ich sehe unten sogar ein großes Fenster. Ich muss das jetzt nochmal anpassen, das wurde irgendwie verändert. Irgendwas. So. Ja, wir haben jetzt noch nicht viel vom Level, okay.
Arena Key, genau, könnt ihr holen. Kommen wir jetzt aber noch nicht geschenkt über. So, genau. Hier das Item. Ich kann das nicht. So, jetzt muss ich das Fenster nochmals anpassen. Na ja, genau. So geht's ja nicht. Problem ist so, seht ihr oben den Balken, den kann ich nicht wegmachen. Fenster zu fest verschiebt. Ja, also da ein Item. Was ist das? Melee Attack Speed, genau. Dann haben wir hier noch ein Item und 2540. Eins. 20 Lightning. So, die Items, also die defensiven Items mache ich hier rein. Wer machen wir hier? Den hier auch. Den hier auch. Und der machen wir zum Beispiel. So. Okay. Hier haben wir noch eine Truhe. Oh. Nicht so ruckeln, sondern wackeln. Okay, den ersten haben wir abgeschlossen. Es ist ja eigentlich dann Zeit, mal einen Unterbruch zu machen. Im nächsten Part geht es dann weiter. Wie zum Beispiel Runen können wir gehen, oder wir könnten ja, wir gehen hier und dann einfach die Schwerter. Ja, wir gehen oben nach links oben. Wir müssen einfach so weit wie weit weg gehen wie möglich vom Spawn, damit wir diese Corruption Sachen erreichen. Und dann noch ein bisschen ringsum gehen, damit wir alle Corruption-Sachen finden. Und danach müssen wir den korrupten Gegner noch töten. Und dann geht's weiter. Gut, danke schön fürs Schauen und ja, eben die drei Hauptquests, also die Quests machen. Von einer Map-Zone, von einer Timeline. Genau. Also tschüss zusammen.